Willkommen zu Soul Reaver. Wenn ihr das seht, ist der Part endlich mal online nach dem dritten Versuch. Way. Zack, und wir kommen jetzt hier rein. Das Tor ist jetzt offen, was irgendwie ins Nichts führt. Wozu braucht man so ein großes Schifftor, wenn das nur ein kleiner See ist? Aber okay. Ups. Ah, schon lange nicht mehr gespielt. Steuerung, ein bisschen unklar, alles wieder. Und da ist jemand. Werden wir ihn treffen? Werden wir ihn treffen? Zack. Jo. Jetzt ist eine kleine Werbeunterbrechung. Bitte bleiben Sie dran. Esst mehr Erdnüsse. So, Werbung zu Ende. Jetzt geht es weiter. Und Raziel rennt. Und er rennt. Und er rennt. Und... Und da wir den... Also, da wir unseren ganzen PC formatieren mussten, haben wir jetzt auch wieder die Tooltips. Wow. Uns wird beigebracht, wie wir angreifen. Nach der Hälfte des Spiels etwa. Sagen. Oh oh. Oh oh. Aber kein Ding. Die alle können mich mal. Die spektrale Welt wechseln. Das habe ich schon tausendmal gemacht und jetzt wird's mir erklärt. Herzlichen Glühstrumpf. Zeig dich, Krein. Hier, Raziel. Hier ist alles entschieden. Du kannst das Ausmaß, die Größe und die Tragik dieses Augenblicks gar nicht ermessen. Und doch musst du es, wenn du Nosgoth aus den Trümmern seiner Verdammnis befreien willst. Ich verstehe nur so viel, Krein. Dass du und Möbius mich hierher getrieben habt, sagt mir, dass ich keinem von euch trauen kann. Ich weiß nicht, wer hier die Fäden zieht. Spielt auch keine Rolle, weil ich sie zerschneiden werde. Ab hier folge ich nur meinem Weg. Wenn das nur so einfach wäre. Dein Fatalismus ist ermüdend, Krein. Aber in mir verwurzelt, Raziel. Du musst verstehen, dass wir die Geschichte nicht ändern können. Das Schicksal bestimmt unser Treffen. Wir würden es wieder tun. Geschichte ist unabänderlich. Wirf den Stein in einen starken Strom. Das Wasser wird ihn umspülen, als gäbe es kein Hindernis. Wir beide sind nur Steinchen im rasenden Strom der Gezeiten. Das Kontinuum der Geschichte ist einfach zu stark, zu widerständig. Jedoch, wie erklären wir das William? Hier, einst geliebter König, dann Tyrann. Als ich jung war, sah ich seinen Aufstieg zur Macht und seine Wandlung zum Zerstörer von Nosgoth. Bleib, wo du bist, Krein. Jahre später bot sich mir Gelegenheit, in die Geschichte zurückzureisen, nicht wissend, dass Möbius hierbei die Fäden hielt. In meiner Weisheit ergriff ich die Möglichkeit, den jungen König zu töten, bevor er Nosgoth verwüsten konnte. Dadurch verschaffte ich aber Möbius einen Vorwand, um unsere Rasse brutal zu morden. Ich warne dich, nicht weiter. Diese eine ruchlose Tat durchtrennte den Strang der Zeit. Die Nemesis wurde niemals Nemesis. William starb als Märtyrer. Ich, der Vampir und Mörder, schrieb unseren Untergang. Und Möbius profitierte von allem. Ich zerstörte den Tyrannen und schuf einen neuen,
Doch wie kann das sein? Was, wenn Geschichte unwandelbar ist? Die Antwort findest du hier in diesem Raum, Raziel. Möbius trieb William und mich vorwärts und sorgte dafür, dass wir beide den Soul Reaver trugen. Der Reaver ist der Schlüssel. Zwei Verkörperungen der Klinge treffen sich in Zeit und Raum. Ein Paradox entsteht, ein Zeitenbruch, so mächtig, dass die Geschichte aus den Gleisen läuft. Ist das deine Zauberei? Nicht meine, Raziel. Deine. Du musst mich nicht fürchten, Raziel. Du hältst alle Karten. Dann sollte ich wohl deine Aufrichtigkeit testen. Solltest du die Wahrheit sprechen, dann fürchte dich. Ich könnte dich töten. Hier und jetzt. Dann tu es auch, Raziel. Was war das? Wir rasen in unser Schicksal, Raziel. Was du fühlst, ist der Sog der Geschichte, der uns zusammenführt. Hier treffen Geschichte und Schicksal zusammen. Glaubst du wirklich an den freien Willen, Raziel? Dann beweise es jetzt. Töte mich nun, und wir werden so Spielfiguren in einem Spiel, das wir nicht bestimmen. Man bestimmte mich zum Hüter des Gleichgewichts in Nosgard, während du Nosgards Retter sein sollst. Doch Möbius entwarf mein Schicksal neu, und deines auch. Das ist Wahnsinn. Kämpfe damit, Raziel. Dieser Moment muss nicht das Ende sein, sondern auch ein Vorspiel. Ich kann nicht. Du kannst, Raziel. Schau nach innen und erkenne, dass es so ist. Deine Macht wird unsere unausweichliche Zukunft neu gestalten. Mir möglich, meine Rolle als Hüter des Gleichgewichts zu erfüllen und die Säulen ihren rechtmäßigen Erben zu übergeben. Den Vampiren. Und das ist das Schicksal, das ich entdecken sollte? Ich weiß nicht, welches Spiel du mit Möbius spielst, Kain. Doch ich werde nie dein Unterpfand. Anders als du schütze ich die letzten Reste meiner Menschlichkeit. Ich werde nicht zum Werkzeug deines messianischen Wahns. Nun gut, Raziel. Ich werde dich nicht bitten, mir zu vertrauen. Entdecke selbst, was du als Wahrheit anerkennst. Bescheidene Worte für den, der mir mit jedem Zug eine Lektion erteilt. Dann reise weiter und lerne deine eigenen Lektionen, Raziel. Vergiss nicht, Möbius führte dich her, doch du gehst ungehindert. Meister des freien Willens. Zerstörer falscher Zeitläufe. Vieles gibt es noch für dich zu entdecken, wenn sich dein Herz der Wahrheit öffnet und du sie erkennen willst. So, endlich. Oh, ich verstehe nicht, warum gerade wir keinen Lichtprüfer mehr haben, aber okay. Armer William. Also wenn wir in... Wir wollen jetzt eh in die Vergangenheit reisen und dann werden wir uns bei ihnen entschuldigen müssen. Tut mir leid, William, wir haben in der Zukunft dein Grab zerstört. Aber erstmal müssen wir in die Vergangenheit reinkommen. Und da ich das System neu machen musste, ich hoffe mal, die Einstellung von
Helligkeit im Spiel, von In-Game-Sound zu Stimme ist irgendwie gut. Sagt's mir einfach mal, schreibt's mir unter das Video. Ich will einfach mal wissen, ob alles wieder in Ordnung ist. Und ihr müsst jetzt alle sterben. Jetzt müssen wir hier kleine Umwege machen. Die meisten Wege sind versperrt. Wir wollen den Reaver natürlich nicht überlasten, also rennen wir mal feige davon. Guckt auf den Arsch, Leute.